Willkommen auf Duftis Kanal. Was hat sich bis jetzt getan? Es wird immer noch ordentlich am Patch B122 gearbeitet und wie der Stand aussieht, 10. Juli, das möchte ich euch gern zeigen. Ich war fleißig, ich habe schon mir einiges angeschaut und denke, können wir jetzt schön nochmal ein Video drüber machen. Dann mal los. Ja, wir haben hier einen feindlichen Konvoi entdeckt. Ich versuche den hier abzufangen. Dann sehen wir noch, dass unsere Leute nicht besonders fit sind. Das heißt, ich werde jetzt hier mal manuell reingehen. Das muss man aber nicht unbedingt. Und dann gehen wir jetzt mal zu unserem Schrank. Ah, wir haben auch schon das Gebiet betreten, den Konvoi entdeckt. Und jetzt sehen wir ja noch mal hier, wie weit er jetzt runter ist. Wenn wir jetzt hier draufklicken, in Ego-Sicht oder auch nicht, ist egal. Hier den Kaffee anklicken. Dann haben wir auch gleich wieder mehr Energie. Noch ein zweiter bringt, glaube ich, nichts. Der füllt sich dann nicht ganz auf, aber doch noch mal ein kleines Stück. Also nichts stimmt nicht. Jetzt ist der wieder fit. Der hier hat auch noch die größten Probleme. Und dann machen wir das von hier. Zu Befehl. So, und jetzt können wir schon mal was mit denen anfangen. Obwohl er hier, den gönne ich auch noch einen Kaffee. Er muss hier erstmal herkommen. Das heißt, den schicken wir hier erstmal hin. Mit Rechtsklick, ne? Dass er überhaupt an den Kaffee rankommt. Und dann ist er auch fit. Jawohl. Ah, der Erste, der hilft noch mit am meisten. Herr Kaloy. Jawohl. Zu Befehl. Mein Gott, alles Kaffeesäufer. So, soweit sind wir fit. Da ist ein feindlicher Konvoi. Den schauen wir uns mal an. Wir können auch von hier Ziele aufschalten und Torpedoberechnungen vornehmen. Na, wir können die hier einrasten und uns den dann vornehmen. Alarm auf Gefechtsstation! Und jetzt haben sie ihn erst entdeckt. Na, dadurch, dass wir da drauf waren. Gucken wir uns auf der Karte an, wie das da ausschaut. Ja, wir brauchen jetzt noch zwei Mann. Und dann haben wir ihn auch komplett zu sehen. Ihn hier sollten wir jetzt den Befehl geben, dass er horchen kann. Das heißt, wir können einmal natürlich hier drüber ihm das sagen. Er soll hier bitte zu dieser Position. Aber wichtig ist auch, dass wir insgesamt ihn da als Techniker einsetzen, weil sonst wackelt er bei der Unterbrechung sofort wieder in den Funkraum. Transporter entdeckt, sollten wir aber noch eben funken, habe ich gerade gesehen. Da klicke ich hier nochmal eben drüber. Das schicken wir nochmal eben als Nachricht los. Bestätigt. Er ist Techniker, ist er hier auch zufrieden. So, die sind ja noch ein bisschen weg. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben ja hier ein Buch. Und bis jetzt hat es immer geklappt, dass wenn ich mir angucke, wie das Schiff aussieht und den hier einteile, dann haut das hin. Aber man kann sehen, wenn ich jetzt hier ein Schiff auswähle, dann hier drauf gehe und jetzt haben wir hier einmal den Horcher und den am Ausguck. Torpedo, Torpedo, ausrichten. Dann nehmen die jetzt eine Torpedoberechnung vor
und versuchen rauszukriegen, was für ein Schiff das ja ist und wie schnell, in welchem Kurs es hält. Und da kommt dann oft eine ganz andere Beschreibung. Deswegen lasse ich die gerne identifizieren und ändere die Identifizierung dann auch nicht. Zumindest dann, wenn sie schon sehr hoch ist. Als weiteres hilft es, wenn man sich mal anschaut, welchen Kurs werden die wahrscheinlich nehmen. Einmal hier ungefähr, sodass der Kurs hält. Also nicht unbedingt nur darüber. Wichtig ist, dass der Kurs gerade ist. Zack. Alles Schätzung. So, dann gehen wir hier auf den ersten Kontakt. Und ich habe immer gerne, dass ich immer gerne weiß, wo wirklich 1000 Meter sind. Und hier ist ja alles ein Kilometer. Und dann gehen wir da wirklich runter, wo er runterrechnet. Dann sind wir hier bei 1000 Meter. Noch ist es alles sehr einfach, weil die Ziele, wenn man sie entdeckt hat, sind auch da, wo sie dann sind. Es kann sein, dass später das erst dann wirklich an diesem Punkt erscheint, wenn man es auch wirklich dann identifiziert hat, wie schnell, wie langsam. Ansonsten ist es immer eine Schätzung, wo es sich wirklich aufhält. Ich habe die Geschwindigkeit gedrosselt, damit die mich nicht zu früh sehen, weil das Kielwasser hier verändert sich natürlich automatisch mit der Geschwindigkeit. Und wenn man dann da so einen riesen V hat, dann ist das aus der Entfernung natürlich viel leichter zu sehen. Aber wir tauchen jetzt mal ab. Kein Risiko eingehen. Flagge müssen wir einziehen. Und dann können wir den Befehl für Schnorcheltiefe einfach von hier befehligen. Gehen hier einfach hin und öffnen das Ventil, sodass jetzt Wasser in die Tanks gelassen wird. Und das ist der Befehl zum Abtauchen. Auf Seerohrtiefe gehen! Jetzt kommen die Jungs auch runter. Die wissen Bescheid. So sollten wir sehr raue See haben. Jetzt ist das optimal für uns. Das ist so gekräuselt, damit man hier unser Periskop und da nicht noch so ein V entsteht von der Fahrt. Ne, so ist das schlecht zu entdecken. Und wir können ganz gut hier die Tiefe halten. Sollte es aber sehr rau sein, haben wir jetzt, das funktioniert jetzt sehr viel besser, können wir jetzt zum Beispiel ihm hier sagen, er möchte sich darum kümmern, dass die hier anständig die Station des Tiefenruder bedienen. Und dann marschiert er los. Ich weiß gar nicht, von wo haben wir ihn jetzt geholt. Da ist er. Ah ja, der hat gepennt, ne? Und jetzt überwacht er das mit. Und jetzt hält er dann ganz genau auch die Tiefe. Haben wir eigentlich alle drei identifiziert gehabt? Nicht besonders, ne? Vorspulen. Jetzt kriegen sie wieder rein. Torpedokurs berechnen. Kapitän?
Ach, und wenn wir jetzt nicht zu viele Leute einsetzen, dann geht auch die Moral nach oben, obwohl wir mitten im Gefecht sind. Auch eine wichtige Geschichte. Wenn alle Klamotten richtig eingestellt sind, ne? Das heißt auch das Licht. Was wir in diesem Fall, glaube ich, nicht gemacht haben, also ich nicht gemacht habe. So, lassen wir es mal in Echtzeit laufen. Also, wir haben hier eine hundertprozentige Auflösung, 5 Knoten, 100% aufgelöst. 208 ist Kurs, das heißt, das ist das hier. Ne, hier runter wäre 180 und das sind so 208 ungefähr, was wir normal auch einstellen können und 2 Kilometer Entfernung. Ja, das mag hinkommen, ne? Weiter Fahrt auf. Ich möchte mir den zweiten noch genauer angucken. Da lassen wir jetzt alle drei auf das Ziel gehen, dann ist der ruckzuck identifiziert. Und das reicht aber auch schon. Wir sind unter 1 Kilometer. Also Maschinenstopp. Und jetzt kommt er hier schön an uns vorbei. Wenn hier die Luft ausgeht. Kapitän. Einfach mal eben mit dem Kollegen die Ventilation starten. Sie laufen hier übrigens nicht nur, wenn jetzt wirklich ein Angriff ist oder so, sondern na, wenn die sich woanders hinbewegen sollen, nehmen die auch Tempo auf. Und er geht auch sofort wieder auf seine Position und wie gesagt, läuft dann auch dann zwischendurch. So, alle drei sind auf ihn drauf. Da ist er. Die Daten sind eingegeben. Wir schauen hier nur. Solange wir nicht einrasten, ist das nur Beobachtung. Ich habe die Torpedos vergessen vorzuwärmen. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Sehr dumm gelaufen. Mein Gott, immer wenn man ein Video macht, dann ist das alles immer eine Katastrophe. So, und der Winkel ist einigermaßen. Schnell mal eben Bescheid sagen, dass er vielleicht mal eben sich um die Torpedos kümmert. Und das Schöne ist, wir können jetzt auch sagen, bitte wärme genau den vor und genau der wird dann auch vorgewärmt, den wir vorgeben. Ei, da hat es dann gescheppert. Schwere Schäden am Rumpf. Treffer. Schwere Schäden am Rumpf. Ja, solange das nicht bei uns ist, ne? Alles gut. Moral ist oben. Und Sauerstoff. Sauerstoff läuft. Sehr cool. Und wir müssen uns um Geräusche ja keine Sorgen machen. So, nehmen wir uns das zweite Ziel vor. Aber wir ändern jetzt schon mal den Kurs. Wir haben hier weiter vor, schön. Kapitän.
Sehr, sehr gut. Herr Kaloy? Und da ist er am Sinken. Dauert jetzt ein bisschen mit dem Vorwärmen, wir können aber schon mal die Berechnungen wieder durchgehen lassen. Torpedo ausrichten. Kurs setzen. Jawohl. Ja, und der ist aktiv, die sind drin. Egal, wo ich jetzt mit meinem Periskop hingucke. Wir sollten ihm jetzt noch zwei Mann geben, damit wir Herr Kaloy hier schneller nachladen können. So, und das machen wir jetzt mal manuell. Einrasten. Sechs Knoten, fünf Knoten. Rohr 3, bewässern. Rohr 3 bewässert. Rohr 1 geladen. Hier sagt jetzt bei meiner Messung 6 Knoten. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 geladen. 30 Sekunden. Rohr 1 los! Bewässert. Rohr 2 bewässern. 20 Sekunden. Fertig. Los! So. 10 Sekunden bis Einschlag. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Treffer. Jawohl. 20 Sekunden. Minimale Schäden. 30 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. 20 Sekunden. Rohr 3 geladen. Einer hat der A ging daneben, Herr Kaloy. 10 Sekunden bis Einschlag. Der A ging daneben, Herr Kaloy. Das war jetzt schlecht. Die Entfernung hat nicht mehr gestimmt. Rohr 3, bewässern!
bewässert. Wir müssen eine Entfernung noch mal eben machen, schnell. Verdammt. Da ist noch auf 1 Kilometer angeblich. Dann würde ich sagen... Los! Los. Jetzt gucken wir uns mal an, wie schlecht oder gut der läuft. Da kommt er. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 10 Sekunden bis Einschlag. Na also. Minimale Schäden. Ja, das macht auch nichts, weil den Rest gucken wir uns über Wasser an. So sieht's aus. Wir wollen wieder auftauchen. Hat viel los hier. Und ihr könnt euch das schon denken. Jetzt pumpen wir das Wasser da raus mit Pressluft. Tanks anblasen! Wechseln auf Dieselmotor! Und jetzt sind wir über Wasser. Das größte Manko, finde ich, ist noch die künstliche Intelligenz mittels, wenn sie auf ihre Ziele feuern sollen. Das heißt, ich empfehle zum jetzigen Zeitpunkt, das unbedingt manuell zu machen. Also wenn man hier den Leuten den Befehl gibt, sie sollen an die Kanonen gehen, also die hassen Wasser anscheinend, weil darauf wird andauernd gefeuert. Das kann man echt vergessen. Geht da selber ran. Gucken wir uns das jetzt mal an. Wir haben hier oben links ja die Möglichkeit zu sagen, nicht feuern. Das als erstes einstellen, weil auch wenn ihr noch nicht entdeckt werden wollt, ist das die Feuern sofort los. Ihn hier kann man ja auf Flugzeuge freigeben. Der würde auch auf Schiffe feuern können. Und wenn ihr das größer oder kleiner haben wollt, das geht ja mit Bild auf, Bild ab, ne, könnt ihr euch das richtig nah ranholen, die ganzen Armaturen. Und wen das stört, kann sie schön klein machen, dann ist es immer noch zu sehen und man hat viel dann hier freie Sicht. Jetzt mache ich es mal größer, damit man das besser auf dem Video sehen kann. So, ihm geben wir noch ruhig noch einen Kollegen dazu. Er säuft ja ab. Und hier müssen wir uns jetzt ranhängen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Der ist schon untergegangen. Der ist dabei und der ist jetzt fällig. Kapitän? Sehr gut. So, jetzt näher ran. So, und wenn ich jetzt sage Feuer, egal wie nah ich dran bin, geht das nochmal in die Hose. Jetzt bin ich aber wirklich sehr nah ran extra. Sollte mal gucken, ob sich da jetzt was tut. Ich darf ja frei feuern erstmal. Aber normal reine Munitionsverschwendung. Ah, jetzt habe ich ihm den Befehl gegeben. Sie feuerte auch gleich drauf. Sehr cool. Aber jetzt er hier.
Guckt mal, wo er das ausrichtet. Ich meine, ich gebe jetzt hier den Befehl, greift da an. Mach sie fertig. Jetzt richtet er aus. Mal gucken. Und die meisten werden jetzt im Wasser landen, egal aus welcher Entfernung ihr feuert. Also die haben ein Problem mit Wasser. Meine Empfehlung, und das macht ja auch Spaß, ausschalten, reingehen, manuell. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt nehmen wir mal ein paar Panzerbrechende. Schön unsere Wasserlinie. Der Rauch ist mehr geworden, ne? Also man sieht in dem Moment gar nicht, wo man hinfeuert. So. Da vorne kann auch noch einen gebrauchen. Ich hätte gern, dass das an Bord brennt. Das kriegen wir noch nicht hin. So, ausschalten. Feuer. Nein, ausschalten. So, und jetzt gucken wir uns erstmal an, wie weit der einen abgekriegt hat. Ach, der ist noch ziemlich fit. Dann schießen wir den jetzt mal in Brand. Herr Kaloy. Koordinaten setzen. Unverwundbar. Kapitän? Zeigt noch keine Schäden an. Schneller, schneller! So, jetzt verpassen wir eben noch mal einen mit einem Torpedo. Bestätigt. Gucken wir mal aus dem hinteren Torpedo. Diese Koordinaten setzen. Das können wir auch von hier gemütlich machen. Torpedokurs berechnen.
Jawohl. Herr Kaloy. Ja, da können wir nichts machen. So, jetzt hat er sich schön gedreht. Der hintere ist leer. Verdammt. Dann drehen wir noch mal in die Richtung. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und dann kriegt er von uns ganz frech ein. So. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Ziel ist drinne. Ein Torpedo hatten wir noch. Und ab dafür. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Sieht sehr gut aus. 20 Sekunden. Zehn Sekunden bis Einschlag. Und vielleicht zwingt ihn das ja mal ein Stück in die Knie. Aha. Minimale Schäden. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Muss doch kaputt zu kriegen sein hier. Mach mich nicht schwach. Mann, Leuchtspurgeschoss da dann versenken. Ich glaube, das Schiff ist verbuggt. Da kann man nichts mehr machen. Schneller, schneller! Aber ich nutze das gleich aus. Schneller, schneller! Um gleich mal eben hier Kurs auf diese Koordinaten zu sehen, bestätigt. Ob wir schon ein Schadensmodell haben. Dann würde ich sagen, gehst du wieder auf die Brücke. Das bitte nicht nachmachen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Herr Kaloy. Aber sowas teste ich die ganze Zeit aus, wenn ich halt nicht aufnehme. Und jetzt nehmen wir das mal gleich mit. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy.
Jawohl. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. So. Na? Wie sieht's aus? Nein, da passiert noch nichts. Können wir locker dran vorbei. Gut. Wenn das so ist, dann müssen wir jetzt mal eben hier stoppen. Noch nicht auf. Mal eben gucken, ob wir den irgendwie hier in Brand setzen können, dass der dann doch noch drauf geht. Ich glaube, der hat doch auch schon mehr Tiefgang als sonst. Ist da nicht schon eine kleine Ecke weg oder ist das hier nur Hoffnung? So, wir haben hier einen hohen Einschlag. Jawohl. Ich will jetzt nicht die Rettungsboote zerschießen, das wäre natürlich blöd, aber ich muss hier jetzt mal den Laden auslöschen. Da komm ja rein in die Ware da. So. Jetzt haben wir ihn endlich angeknackst. Feuer ist aus, aber nur weil er jetzt auch voll läuft. Ich glaube, wir brauchen nichts mehr machen. Na, hier kann man es gut sehen. Der geht jetzt den Bach runter. Könnte sich aber irgendwann hier wieder fangen. Man sollte schon warten, bis der auch wirklich dann versenkt ist. Aber der war schon ein bisschen verbuggt, ne? Aber ich gebe ja da nicht auf und normalerweise kriegt man das dann hin. Dann schauen wir euch jetzt auch mal noch mal ein paar Kisten, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können. Herr Kaloy. Hier scheint nicht zu sein. Schade, schade. Noch ein paar Kisten einsammeln. Die werden sich hier aufgelöst haben schon, falls hier welche waren. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Aber das nicht mit drin oder was? Schneller, schneller! Okay, jetzt laufen sie an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich hatte die Hoffnung, dass ich hier noch mal eben was einsammeln kann, aber das ist jetzt nicht so, weil die Kisten kann man jetzt auch wirklich entladen. Man kann vernünftig das anklicken und das dann ins Hauptlager bringen, dass wenn man taucht, dass wenn die dann verschwunden sind, dass man dann das in Sicherheit gebracht hat, die Ladung. Das hatte ich auch noch jetzt ausprobiert und das funktioniert jetzt anständig. Ja gut, das war jetzt nicht der beste Lauf, ne? Das gebe ich zu. Aber ich konnte, glaube ich, hier noch ein paar Sachen zeigen, die jetzt besser funktionieren oder auch wirklich neu drin sind.
Ich werde auch noch mal einen kleinen Einblick gewähren in der Startphase, wenn wir uns ausrüsten. Denn da sehen wir auch immer wieder Zeitveränderungen, wie lange das dauert mit dem Beladen. Und ich weiß nicht, ob ich das hier gleich dranhänge oder da dann noch mal ein Video mache. Okay. Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Simulieren. Macht's gut. Tschüss. So, Männer. Wer war jetzt eigentlich für den Fehlschuss verantwortlich? Ich würde mal sagen, wir treffen uns hier im Besprechungsraum, ja? Danke.